Schweden in Gelb-Blau fast in Bestbesetzung. Nur Elmander fehlte verletzungsbedingt. Im Angriff England mit gleich drei Debütanten. Einer davon mit der 8, Leon Osman. Doppelpass mit Welbeck. Mit 31 darf der Mittelfeldspieler vom FC Everton tatsächlich sein erstes Länderspiel bestreiten. Auch Englands Nationaltrainer Roy Hodgson hatte eine Flut von Absagen erhalten, etwa die von Wayne Rooney oder Theo Walcott. Von schwedischem Sturm und Drang zunächst nichts zu sehen. Kim Källström, erster Versuch aus der Distanz. Glenn Johnson, Raheem Sterling, 17 Jahre jung, auch ein Debütant, von Olsson Zweikampfhärte gestoppt. Rane G, Olsson mitgelaufen, Ibrahimovic. Ibrahimovic, erste Chance, erstes Tor für ihn, völlig selbstverständlich und doch ein besonderes Tor eines ganz besonderen Spielers, ermöglicht durch Martin Olssons sehr britischen Tackling gegen den 17-jährigen Sterling. Olsson spielt selbst in England in der zweiten Liga in Blackburn, schaltet um, ist hier anspielbar, den Rest erledigt der schwedische Fußballer des Jahres, gedankenschnell, mit Pique, einfach clever. Ab sofort wurde es munterer in Stockholm. England mit Danny Welbeck, Glenn Johnson, Cleverley. Nicht im Abseits, geht nicht entschlossen genug zum Ball. Chancen nun auf beiden Seiten. Ibrahimovic, Kacak Niklic. Missverständnis von Cahill und Joad. Ibrahimovic, Radeci. Nach bösem Aussetzer, vor allem von Gary Cahill, statt 2:0 für Schweden, immer stärkere und offensivere Gäste mit schnellen Außenspielern wie Ashley Young. Welbeck, Ausgleich. Young, Wee, Welbeck, zu dynamisch für die schwedischen Abwehrspieler. Das 1:1 entsprach dem Spielverlauf in der ersten Hälfte. England brauchte eine Weile, um sich zu finden, kam dann aber immer forscher. Kapitän Steven Gerrard in seinem 100. Länderspiel. Bedient Stephen Cocker. Wen? Ja, Stephen Cocker. Auch der Mann feiert seine Premiere heute. Spielt bei Tottenham im ersten Länderspiel gleich erfolgreich zur 2:1 Pausenführung gegen eine unbewegliche und schläfrige schwedische Defensive. Roy Hodgson ließ auch in der zweiten Hälfte weiter couragiert nach vorn spielen. Hier wartet der Linksverteidiger Leighton Baines. Und fast das nächste Debütantentor. Ein Schritt fehlt Osman. England zu Beginn der zweiten Hälfte hoch überlegen. Sterling jetzt mal auf der linken Seite. Steven Gerrard. Großartige Schusstechnik. Schwer zu berechnen, diese Flugkurve für Andreas Isaksson. Kein einziger gelungener Spielzug Schwedens in der zweiten Hälfte bisher. Cahill. Hart. Wieder Aussetzer von beiden. Sebastian Larsson. England brachte sich durch eigene Fehler in Schwierigkeiten. Vier Wechsel inzwischen, je zwei bei beiden Teams. Und plötzlich wieder aufgetaucht. Zlatan Ibrahimovic. Je drei weitere Wechsel bei England wie Schweden in der Folge. Zunächst jeglicher Spielfluss erlahmt. Aber einer war noch da. Zlatan Ibrahimovic, ein Ausnahmekönner. Nächster Beleg. Um ihn herum eine Schar von fleißigen Zulieferern. Pass von Svensson. Aber er hebt sie mit solch wunderbaren Aktionen als Team auf ein höheres Niveau. Große Fußballkunst. Die bot nur einer. Ibrahimovic zum dritten. Eine One-Man-Show des schwedischen Superstars. Gegen ersatzgeschwächte Engländer mit einem schwachen Torwart Joe Hart, der öfter wackelte und hier seine Torwart-Ecke spekulierend zu früh freigibt. Nachspielzeit und jetzt passen Sie auf. Joe Hart, nächster Aussetzer und dann das! Das gibt's nicht! Ibrahimovic! Dem gelingt alles spektakulär. Ein Tor des Jahres. Ein Tor des Jahrzehnts. Kaum zu fassen, dieser perfekte Fallrückzieher.
50.000 verneigten sich, frenetische Sprechchöre für das Unglaubliche. So etwas hat der schwedische Fußball noch nicht gesehen. Das nächste Kapitel schwedischer Fußballgeschichte ist geschrieben. Erst das 4:4 nach 0:4 in Deutschland. Heute 4 Ibrahimovic-Tore im neuen Stadion. Allein dieser Zlatan Ibrahimovic entschied dieses Spiel. Einen wie ihn hatte England nicht. Aber wer bitte hat ihn schon? Matthias und Mehmet bitte. Unfassbar, ey, kneif mich mal. Was war das denn? Ja, da. Obwohl das andere auch schön war. Ey, sag mal, was ist denn das gewesen? Das ist Wahnsinn. Also, was gibt es da für Worte für? Er ist einer der komplettesten Spieler auf der Welt. Trotzdem, er wiegt fast 90 Kilo und macht in der 90. Minute, liegt er 1,80 Meter in der Luft und trifft den Ball richtig. Er macht Spaß, ihm zuzuschauen. Und hat einen Dutt und eine Frisur wie Tante Schalupke, aber ein Riesenfußballer. Zlatan Ibrahimovic.